Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Medikabin. Ja, wir sind hier mal nur am Rumbauen. Wie ihr seht, ich habe jetzt schon eine zweite Tor eingebaut. Tada! Und das funktioniert. Ich muss ein bisschen umbauen. Ich brauche nämlich hier so einen Abstandshalter. Ich habe mich schon wieder verkackt gehabt eben gerade. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt so hinhaut. Jetzt ist es zu tief. Ich krieg eine Krise. Gut. Diesmal hatte ich das richtig gehabt, nur zu tief. Gut, okay. Hat ein bisschen länger jetzt gedauert. Ich musste nämlich noch ein bisschen Eisen farmen. Oben ist jetzt wieder ein bisschen Eisen zum Einschmelzen, weil wir müssen ja die andere Seite auch noch voll machen. Aber die Seite haben wir jetzt erstmal fertig. Hier dürfte jetzt nicht mehr so weit hinkommen. Dann könnte ich eigentlich die Wand jetzt dazu machen. Also so weit wie geht erstmal. Ja, ich glaube, das werde ich erstmal tun. Ups, ich muss hier erstmal durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. So. Ich muss das doch eigentlich ja nicht komplett zumachen. Ich muss doch bloß, dass es halten tut. Stell dir nicht so an. So, jetzt sieht eh nachher keine Sau. Und wenn das so abgestützt ist, reicht das vollkommen aus. Es wird schon nie einknallen. Na, dein Wort in Gottes Ohr. So, ich mach das einfach so. So. Das muss reichen. Muss ein bisschen sparen. Ich hab nie so viele. So, das machen wir so. Dann ist das auch gut. Und den Rest werten wir auf. Den knall ich nachher wieder mit Erde zu. Das wird ja eh jetzt demnächst. Das muss weg. Staune, ich hatte die ganze Zeit wieder Ruhe gehabt. Das ist aber nicht das Einzige. Wir kommen gleich dazu. Ich muss euch verzeihen. Ich musste da ein paar Sachen korrigieren. Ja, der Wendekreis von Uschi ist dann doch ein bisschen breiter. Ich musste ein bisschen verbreitern. Deswegen ist die Zeit ein bisschen flöten gegangen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist schon beladet, diese Scheiß-Tee. Rrr, Kabin, rrr. Da ist das Kacke. Das ist doch Kacke. So, zwei hatte ich gesagt, ne? Na gut, dass das funktioniert. So rum funktioniert das. Dann machen wir den Teil zu. Jetzt. Wir hätten hier ein Loch reingebuddelt. Toll, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Das Spiel, was ist denn mit dir heute los? Du hasst mich, wa? Ich hab dir doch ja nicht getan. Bloß ein bisschen Terraforming. Naja, das passt schon. Das kriegen wir schon. Also, ich müsste jetzt hier quasi zwei Tore hinsetzen. Also hier zwei so eine Fallluken. Wenn ich die finde. Sag mal, die Türen kann ich doch auch eigentlich längst hin schmeißen, oder? Ich hab's nie probiert. Es gibt immer ein erstes Mal, wa? Naja. Rein theoretisch. Okay, man kann es doch. Ich mach das mal. Also, für Wissenschaft. Ja, gut, ich kann das doch nicht. Hätte mich auch gewundert. Weil, wie gesagt, das ist ja ein ganzer Block, das, was hier die Viertelblöcke einnehmen tut. Jedoch, das geht doch. Das geht. Wahnsinn. Krass. Es war ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Ich musste nie elektrisch haben. Schön, dass es funktioniert. Ich mach mal Sachen, die funktionieren. So, jetzt werde ich das hier noch ein bisschen angleichen. In der Zwischenzeit müsste ja eigentlich oben das Eisen schon eingeschmolzen sein. Und wie ihr seht, also mich so langsam. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte
Mischung, die ich jetzt angesetzt habe. Und ich brauche immer mehr Steine. Ich glaube, ich werde das noch ein bisschen hier neu ranhängen. Dass wir vernünftig rinfahren können. Aber sonst geht es doch. Es geht. Machen wir jetzt auf der anderen Seite genau dasselbe. Oh, Alter, ich könnte brechen. Ja, hier ist das Problem. Wie ihr seht, ich brauchte ein bisschen mehr Platz, um mich zu entfalten. Also mit denen runterfahren und mit den Wänden, das ist dann doch ein bisschen. Ja, ich brauchte mehr Platz. So, Uschi, kannst du wieder rinkommen? Uschi, bist du noch da? Bist du sauer? So, warte mal, das müssen wir denn noch? Ja, wenn es soweit ist, machen wir das. So. Also so ganz klappt das noch nicht. Willst du immer noch denn umparken in 25 Zügen? Ja, vor allen Dingen. Naja, ihr habt ja nicht eilig mit dem Runterfahren, wa? Flup. Ich hab's erstmal. Was mir aufgefallen ist, das mit den Einparken, das ist hier schwierig. Weil sobald ich meine Sicht ändere, ändert sich auch die Steuerung. Jedenfalls war der vorhin im Test so. Gut, passt, wackelt, hat Luft. Naja. Nicht schön, aber selten. Und hier werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Tor hinbauen. Safety first. Schade, dass ich die nie aufwerten kann, die Tore. Naja. Es geht nicht anders. Wie gesagt, ich habe auch. Okay, Moment, ich muss mal husten. Ich hatte das ja mal vorher gehabt, das auch elektrisch zu bauen. Ich könnte euch das zeigen. Nee, dann müsst ihr das umstellen. Nee, mache ich nicht. Egal. Ich habe das auch mit Kamera versucht und ich habe hier vorne Triggerplates drin. Also quasi, wenn du rinfahren tust, dass du rüberfahren tust und schließen tust mit Zeitversetzung und so, ne? Das geht aber nicht, weil die Tore, die liegen. Also, ich glaube, dass es daran gehen tut. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Gut, ist aber auch nicht so schlimm. Ich kann auch aussteigen, so schlimm ist es nicht. Naja. Telefon? Achso. Gut. Bisschen Serie. Nachricht. Egal. Achso, danke schön nochmal an den Tipp, hier, weil wegen der Flackern, es war wirklich hier diese Unterdrückung. Ich habe das deaktiviert beim Hochfahren. Ja, jetzt flackert es nicht mehr. Dankeschön für den Tipp. Ja, Eisen, bist du fertig? Ich könnte dich nämlich so langsam hier brauchen. 90 brauche ich für so ein Tor. 90 Eisen. Ditte, ditte. Ditte. Ich habe schon wieder... Ja, kurz fix. Ich habe was gegessen und alt gelöscht. Garagentor. Rollladen. Rollladen. Oh, hätte ich jetzt auch Hunger. Federn. Nicht abschmufen. So, Federn habe ich auch. Dann kann ich rein theoretisch, wenn das denn fertig ist, die nächsten Rollläden machen. Und dann muss er denn hauen. Und diesmal werde ich das gleich alles so vorbereiten. Ist schon, sieht schon anders aus, wa? Ach, übrigens, ich hatte, das ist mir aber erst zu spät aufgefallen, ich hatte hier so eine Bärenhorde gehabt. Was ist denn bitte? Immer steht so ein Hund bei mir drinne, kicke raus, zwei Bären. Dann will er so, ich hab's nie geschafft, aufzunehmen. Aber die haben auch nicht lange überlebt. Ja, okay, die waren auch schon tot, waren ja Zombiebären. So, dann haben wir das. Ich könnte jetzt. Hab ich. Ich habe Reparierkits mit bei. Gut, dann können wir noch ein bisschen buddeln. Also müssen wir so, ja. Zwei Stufen. Vier Stufen runter. Die fünfte Stufe ist. Beton. Genau. So sollte es eigentlich sein. So, quasi ab. Hier.
Gut, ich wollte das eigentlich schon vorher machen, aber wie gesagt, da kam ich mir dann selbst in die Quere. Also rein theoretisch dürfte jetzt nicht mehr schief gehen. Entschuldigung. Wir sind hier bei Kabel. Da geht immer was schief. Mal hier. Bis hier hätte ich bloß gemüsst. Gemüsst. Naja. Hauptsache zum Schluss hautet hin. Wie gesagt, ich finde das kacke, dass man die, wenn man was falsch gemacht hat, dass man die nicht abbauen kann. Das ist kacke. Vor allen Dingen, wenn die Sicht so beschränkt ist, ist das kacke. So. Ja, dann ist das hier hin und dann ist das gut. Bums weiterer. So, und ihn. Wir legen Stein. Also den Stein rein. Ich werde das wahrscheinlich noch mal machen müssen. Ich sollte das abstützen, wa? Mit den Billionen Steinen, die ich noch übrig habe. Alter, Junge, nee, ist das ein Fresser hier. Materialfresser. Aber Moment mal, ich hatte doch eigentlich... Eigentlich hatte ich theoretisch genug Cobblestone... Stone gehabt. Kann ich mir doch einfach mal so nebenbei 100 Stück nachmachen. Hätte ich tun können. Habe ich aber nicht. Schönen guten Abend. Na, dann machen wir das jetzt. Ich komme noch nicht ran. Gut, dann mache ich jetzt so. Autsch. In ihr klemmt. So, dann haben wir das abgestützt. Ich warte aber erst, bis ich mindestens ein Tor fertig habe, dass ich das hier ranzimmern kann. Obwohl, einmal kann ich das machen und dann kann ich das, wenn das eben nicht hinhaut, kann ich das immer noch abbauen. So. Könnte aber schon mal das machen. Wie gesagt, ich könnte mir einfach machen. Aber das geht nicht. Dann bräuchte ich nicht Survival spielen, wenn ich mit dem Debug-Bonus das mache. Nee, nee. Das geht so nie. Aber ich kann hier an der Seite, das kann ich eigentlich schon mal zumachen. Da kommt ja eh nichts mehr hin. Das kann ruhig zu. So. Alter, wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann muss ich aber wirklich eine kleine Pause machen. Das ist jetzt. Ist das jetzt die vierte oder die fünfte Folge schon? Ich weiß das ja nicht. Ich habe total. Also, Zeit ist jetzt bei mir gerade nicht vorhanden. Also, ich habe voll Zeit verloren. Müsste schon die vierte oder fünfte Folge sein. Naja. Naja, normalerweise funktioniert meine Uhr. Sprich, mein Magen. Aber noch ist er ruhig. Ich hätte mal nicht sagen sollen, wa? So. Dann ist das auch schon so weit. Gut. Gut, dann mache ich das da ran und dann ist es gut. Gut ist es denn. Dann kommt da eine Tür ran und dann sind wir hier fertig und hier kommt dann so eine. Ja, ich versuche hier so eine Donnerkuppel hinzubauen. Ich weiß bloß nicht, wie ich das mache, weil hier so mit Schrägen und so und dann muss das hinpronöbeln und das wird spaßig. Also offline. Die kann schon mal ein Tor machen. La Garage. Es fehlen noch ein paar Stück, dann kann ich das nächste Tor machen. Also 50 Eisen. Nicht ganz 50 Eisen, 46 aber. Das dauert doch so lange. Mann, oh. Mach schneller, du Sitzkacker.
Ich hab doch keine Zeit. Ja, dann haben wir das schon fertig. Dann könnte ich da so ein bisschen die Horde vorbereiten, ne? Ich bräuchte ja noch 1, 2 Schutztürme. Also 4 Stück, um ganz genau zu sein. Eigentlich brauchte ich keine 4, sondern 8. Eigentlich für jede Richtung. Also quasi, ich werde hier alles voll pflastern mit den Schutztürme. Hab zwar keine Munition denn mehr, aber ist kacke. Aber wirklich, müsste eigentlich jetzt noch in der Richtung eine machen? Genauso da und da und da genauso dasselbe. Wie gesagt, wenn sie dann bis hierhin schaffen, bin ich ja auch nur da. Und so schlecht bin ich nun auch nicht im Schießen. Schießen. Schießet. Naja. Vor allen Dingen habe ich ja 1, 2 Munition. Das sollte eigentlich reichen. Hey, wo ist denn die hin? Ach, da ist er. Gell, wo ist denn die jetzt hin? Alle weg. Warum ist denn das schon wieder so querbeet? Weil du das nicht sortiert hast. Ich sollte wieder. Ich hatte damals ein ganz spezielles Sortiersystem. Also ganz für faule Leute. Und zwar kennt er das hier, wenn er so die ganze Reihe mindestens 1 reinschmeißen tut. Toten Täten. Spart euch das Sortieren. Denn wenn ihr was habt, schmeißt das einfach rein. Das führt sich von alleine. So habe ich das immer gemacht. Nur wie gesagt, das kostet ja schön viel Platz. Wenn er das so macht. Das ist denn Luxus. So, aber da werde ich das denn bloß so machen. So. Das passt schon. Wie gesagt, ich werde das ja noch nicht mal voll kriegen. Das bezweifle ich. Ja, vor allen Dingen die Munition werde ich nicht voll kriegen. Hm. Warum mache ich das hier oben nicht genauso? Reicht doch. Wie gesagt, was sind das? 10.000 pro Reihe jetzt durch diese Mod? Das muss ausreichen, bis das voll ist. So viele Munition krieg ich nicht. Globig. Ich weiß es nicht. Ich behaupte das erstmal. Wenn nicht so ist, dann ist schön. Schön ist es da. Schön doof. So, und dann dürfen wir eben halt nicht komplett alt rausnehmen, halt bloß das, was wir brauchen, ne? Am Anfang komisch, aber das rentiert sich schon. Das ist schon nicht schlecht. Du brauchst nicht sortieren, nimmst einfach das raus und dann ist es gut. So. Und wie gesagt, wir müssen eben ein bisschen Zeit schinden. Das dauert ja noch lange. Dauert doch so lange. Bis der Tor fertig ist. Die Tore. Entschuldigung. So, dann ist das sortiert. Dann Magnum. Mache ich da unter? So. Der Rest, der muss nicht. Unbedingt. So. Dürfte immer noch nicht fertig sein, wa? Ach, noch nicht mal annähernd. Ja, ich könnte das jetzt nochmal unterbrechen, aber dann wäre die ganze Zeit, die ich jetzt verschwendet habe, Tinef. Ich häng das einfach hinten ran. So oder so. Gut, was machen wir denn jetzt? Ja, weiterbauen können wir nicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich hier durch nach unten gehen wollte. Och, Alter, echt. Mann, Mann, Mann. Und das wird schon wieder Nacht, wa? Ideale Zeit, um spazieren zu gehen. Wie gesagt, also hier kannst du eh keinen Blumenstrauß mehr gewinnen. Wie gesagt, das dauert. Jetzt sind wir soweit eigentlich durch.
Könnte die Schräge noch ein bisschen bauen. Quasi das Phänomen der Schräge ein bisschen runtersetzen. Ja, toll. Ich wollte doch ja nicht kaputt machen. Ich bin ein Hopper. Dit, da bin ich wohl ein bisschen über Ziel hinaus, ne? Ich würde sagen, das war zu viel. Tolle Kacke. Wieso, Karin? Wieso? Nee, nee, nee. So, jetzt brauche ich Villa. Dieser? Muss ich jetzt erstmal wieder drehen? Warum teilt nicht gleich? Wie weit soll ich denn da runtergehen? Das ist eine gute Frage, ne? Ich mache nur eine Stufe. Eine Stufe und das reicht. So, Kacke. Ich mach mal die Funze an, wa? Ich glaube, das müsste reichen. Wie gesagt, ich muss das ja eh dennoch später aufwerten. Der passt schon. Jetzt in die andere Schräge hin. Da ist die Schräge. Da ist er. Gut. Vor allen Dingen, warum ist denn das hier so unterschiedlich sortiert? Hä? Ich Idiot, ich hab's genau verkehrt rum. Gut. Busa. Sag mal, kann ich das jetzt trotzdem daran tackern? Müsste doch eigentlich trotzdem gehen, ne? Nicht, weil das nämlich Viertel ist. Muss so oder so. Das ist der falsche Karte. Mach das alt mit Ruhe. Nicht mit Hass. Am Arsch, Karabin. So, jetzt bitte richtig. Kann eine Stunde dauern. Bis ich die richtige Position habe. Was ist denn hier jetzt richtig? Was ist hier falsch? Ich hasse das. Ist das jetzt richtig? Nee, ist es nicht? Nee. Das ist auch nicht richtig. Ich baue hier gerne. Aber manchmal. Ah, das ist diesmal richtig. Das ist richtig. Gut, jetzt habe ich natürlich keinen Bauhammer mit bei. Oder eine Nagelpistole. Ich könnte brechen. Ich war doch erst vor 5 Sekunden oben. So oft, Alter, wie ich brechen möchte, Alter, das wäre schon Bulimie. Bei meinem Bausystem. So. Naja, gut, dann machen wir es nochmal. Kann ich das endlich reparieren? Schandfleck. So, ich glaube, die Höhe reicht. Ich glaube, tiefer sollen wir nie runter. Sollten wir nicht. So, dann muss ich das noch hier alles weg. Dann muss ich das von draußen nochmal Schnicke machen. Quasi den Fusch vertuschen. Naja, dann habe ich wenigstens die Einfahrt schon mal fertig gemacht. Ist doch auch schon mal was. Wie gesagt, könnte schlimmer kommen.
könnte anfangen zu regnen. So. Muss reichen, dann runter und dann zack und dann bums. Hallo, lass mich darin. Ach, C fix, das ist doch. Muss ich da oben noch ein bisschen eher darin klatschen. Aber sonst ist das schon so, wie es sein soll. So, und wenn ich jetzt hier so einen Bogen drin mache, ist anders, wa? Es könnte anders aussehen. Ja, das könnte ich. Doch, das könnte. Da müsste ich aber mindestens noch einen ransetzen. Und dann hier den Bogen. Wo haben wir den denn? Du siehst nicht wie ein Bogen aus. Kann ich den bloß mit Beton machen? Nee, da ist er doch. Oh. Schade. Da kommst du nicht mehr raus, Karpin. Jetzt musst du das so machen. Naja. Ich tu das mal. Naja. Gut. Nicht mein bestes Meisterwerk, aber ist auch noch nicht fertig. Na komm. So. Jetzt bräuchte ich ein bisschen Holz. Dann halt auch gleich für innen die Innenkante. So. Gut. Dann machen wir das mal weg. So, müsste reichen. Zack. So, das dahinter machen wir stinknormal. Komm da nicht ran. Bin zu klein. Ist aber kein Problem, ich hab meine Blöcke. Mein Block, dein Block. Unser Block. Ich weiß noch nicht, ob das mir so gefällt. Das könnte sich noch durchaus ändern. Das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich könnte jetzt quasi na, in so eine Schräge machen. Was will er eine Stunde dauert? Weil ich musste wieder drehen. So. Und dann mache ich das ab hier hinzu. Also nicht jetzt so, aber habe ich auch eine Halbrunde nach innen? Geht das auch irgendwie? Nee, wa? Dass ich da einen vernünftigen Abschluss habe? Ich glaube nicht. Nee, geht nicht. Gut, das ist aber kein Problem. Glaube ich. Ist jetzt nicht das Schönste, aber das erfüllt seinen Zweck. Sprich, einen vernünftigen Abschluss. Dann kann ich die Schräge nämlich nach innen setzen. Doch, das müsste gehen. Ich lasse mir später was einfallen. Ich krieg das schon hin. Ja, wenn du kicken tust, das, ja. Kickt sich schon weg.
jetzt ja schon 8 Minuten um. Ich glaube, die ersten 8 Minuten dürften schon um sein, ne? Alter, 30 Minuten, ich habe noch nicht mal ein Tor aufgestellt. Wir haben jetzt da ein bisschen rumgeklöbert. Ja, ein Tor ist fertig. Gut, wie gesagt, ich habe gesagt, das dauert lange. Etwas länger. So, dann setzen wir das mal schnell dahin. Dann kann ich mir wenigstens danach richten. Und danach, wenn es mir genau tut, richte ich mich. Schnauze voll. Nee, natürlich nicht. Das macht schon Spaß, so ein Bauen, aber erst, wenn es fertig ist. So, das ist zu tief. Würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist eben zu tief. Na komm. So, jetzt muss ich das doch da aufsetzen können, ne? Ey, ich hasse das. Ich hasse das wie Kruzifix. Das ist doch jetzt drüber. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich sehe das einfach nicht kommen. Ich brauche den Blick von der Ferne. Wie gesagt, ich kann es ja alle wieder zumachen. Ist ja nicht das Problem. Aber sonst, das hier ist... Ach, das kann er noch nicht mal machen, weil das ja kein... Ah! So, und wenn ich mich richtig kenne, mache ich es gleich falsch. Das ist immer eine gute Basis. So, warte mal, da geht es so nicht. Aber ich... Oh, ich krieg eine Krise. Gut, dann mache ich dich auch zu. Ich kann es mir nicht leisten, nochmal so ein Ding zu... das würde so ja trotzdem durchbacken. Oh, alter Schwein, das haut hin. Ich krieg eine... Ich krieg einen Organismus, das haut hin. Gut, wenn wir abhauen, das dauert immer eine Weile, bis wir weg sind. Aber sonst, das geht richtig zu, bis auf den kleinen Spalt. Und das ist nicht so schlimm. Kommen sie ja nie durch. Da kommen sie mit nicht durch. Gut, jetzt fehlt uns bloß noch ein Zaun. Das werde ich auch nochmal schnell fertig machen. Dann machen wir das selber auf der Seite auch. Alter, das muss weg. Das Ding, das macht mich kürre. Ich weiß nie, ob da hinter ihnen steht. Naja, ich würde mal sagen, ne? Bauen mit Kabi in Sachen Chaos und kicken wir zum Schluss im Spiel. Und meistens funktioniert es so. Und wie gesagt, ich kann euch noch immer sagen, wie das funktioniert. Dass das denn meistens da was vernünftig rauskommt. Oder semi-vernünftig. Du weißt es nicht, das passiert einfach. Es passiert einfach. Gleich besser. Ich fühle mich gleich sicherer. Gut, Leute. Ich mache erstmal hier Feierabend. Schaffe ich das? Schnell genug? Gut, das ist aber blöd, wenn jetzt ein Zombie rinfallen tut und sich da durchfräsen tut. Ich lasse es erstmal offen. Gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann quasi morgen, Villa. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann vielleicht... Mit einer Einfahrt, die dann fertig wird. Also, bis dann. Haltet die Ohren steif. Ich bin dann erstmal raus. Tschüss.